endlich kippte und mussten dann auf chemische Zusätze zurückgreifen. Haben da lange rumgemacht mit dem Wasser, versucht, das Wasser in den Griff zu kriegen. Ohne Erfolg. Unser System wies sehr starke Rostbildung auf. Laborergebnisse haben dann gezeigt, dass auch jede Menge Bakterien, Algen im System war, was dann durch die Umstellung auf die Grandertechnologie eigentlich stagniert ist. Da haben wir keine Probleme mehr. Wasser ist für uns eine wichtige Prozessgröße. Prozessstabilität ist für uns sehr wichtig. Die haben wir in diesem Bereich erreicht. Wir sind keine Chemiker oder Physiker. Deshalb wollen wir uns nicht so sehr mit Wasserproben beschäftigen, sondern mit unseren Keimkompetenzen. Wenn mir letztes Jahr jemand diese Frage gestellt hätte, ob ich mir vorstellen kann, dass es durch doch so simple Art und Weise möglich ist, das Wasser aufrechtzuhalten ohne Chemie, hätte ich gesagt, nein, es funktioniert nicht. Oft ist der Weg des Wassers vom Gebirge ins Tal lang. Eine alte Volksweisheit sagt, Wasser ist erst dann rein, wenn es 7-mal über einen Stein geflossen ist. Noch ist völlig unerforscht, welche Bedeutung die Bewegung des Wassers hat. Was nimmt es von seiner Reise mit, aus der Luft und aus der Umgebung? Bringt es bereits Informationen aus dem Bereich unter der Erde mit? Hat es Schwingungen von Mineralien und Erzen aufgenommen? Wenn ja, kann der Mensch sie am Ende des Flusses abholen? In einem umfangreichen Versuch mit asthmakranken Kindern wollen Wissenschaftler der Paracelsus Privatuniversität in Salzburg ergründen, ob beim Wasserfall in Krimmel heilende Wirkung erzielt werden kann. 54 Kinder werden in einem fröhlichen Sommercamp getestet. Eine Gruppe von ihnen verbringt einen verspielten Urlaub in Krimmel, weit ab vom tosenden Wasserfall. Die Stimmung ist trotzdem bestens. Ihre Lungen werden nach Ablauf der 3 Wochen getestet. Das übergeordnete Ziel ist es, zu schauen, ob diese Klimatherapie bei den Kindern auch wirklich gut wirkt, ob sie an einen positiven Effekt, einen positiven Langzeiteffekt heimnehmen können, um eben besonders im Winter, wenn die Infektionen dann ihre Lunge sowieso treffen, dann besser über die Runden zu kommen. Die zweite Gruppe von Kindern verbringt täglich 1 Stunde direkt am tosenden Wasserfall. Die jungen Asthma-Patienten atmen das Sprühwasser ein. Das Wasserfallklima hat eine hohe Konzentration von Luftionen. Die Luftfeuchtigkeit beträgt nahezu 100%. Das ist jetzt eben die andere Gruppe der Kinder, die Gruppe, die 1 Stunde pro Tag am Wasserfall spielt, am Wasserfall exponiert wird und eben auch parallel mit ihrer Lungenfunktion mitgemessen wird. Im Nahbereich der Aufprallzone atmen die Kinder die Luftfeuchtigkeit in Form kleiner, lungengängiger Wassertröpfchen ein. Wie das Ganze funktioniert, wissen wir nicht. Wir wollen jetzt eben im Rahmen dieser Studie der Paracelsus-Universität genau dies herausfinden. Diese negativen Ionen machen mit hoher Wahrscheinlichkeit den Effekt nicht aus. Das heißt also, wir haben ein Tierexperiment mit asthmatischen Mäusen, das mit negativen Ionen in ähnlich hohen Konzentrationen schon versucht. Und im Tierexperiment haben die Ionen als reiner isolierter Parameter keinen Einfluss. Wie auch der Wasserdampf als isolierter Parameter im Tierversuch jetzt wohlgemerkt keinen Einfluss hat auf die Lungenfunktion. Asthma als Volkskrankheit nimmt in allen Altersschichten dramatisch zu. Man darf nicht vergessen, es ist jedes 10. Kind in Österreich mittlerweile Asthmatiker. Die Allergikerrate steigt frappierend an. Die Asthmatikerrate unter den Erwachsenen hat sich nahezu verdoppelt in den letzten 12 Jahren. Das heißt, es gibt hohen Handlungsbedarf nach Methoden, nach sanften Methoden, aber nach wissenschaftlich fundierten medizinischen Methoden. Das Ergebnis des Forschungsprojektes ist eindeutig. Der Aufenthalt am Wasserfall führt zu einer nachhaltigen Verbesserung der Atemwege und wirkt sich positiv auf die Lungenfunktion aus. Herausragend ist, dass eine nahezu vollständige Reduktion aller Asthmasymptome bei den Wasserfallkindern 4 Monate anhielt. Feinste elektrisch geladene Wasserteilchen, die durch den mikrofeinen Sprühnebel über die Atemwege in die Lunge gelangen, bewirken eine nachhaltige funktionelle, symptomatische und immunologische Verbesserung. Man kann zeigen, dass die Homöopathie wirkt auf diese Weise.
Wir haben bisher unsystematisch dazu eine Reihe von Bildern gemacht. Und man sieht also durchaus, dass bei Potenzierung, also Schütteln und Verdünnen, eine Bildveränderung stattfindet. Und wir haben deshalb auch bei uns die Versuche gemacht mit Schütteln, also mit Ultraschall, haben wir Wasser nur geschüttelt mit Ultraschall. Und wir sehen, dass die Tropfen verändert sind und wir sehen auch, dass Pflanzen schneller wachsen, wenn sie mit solchem Wasser begossen werden. Und insofern ist für mich da gar kein Zweifel, dass es da eine Wirkung gibt. Denn wenn das Tropfenbild sich verändert, ist der Informationsinhalt anders. Und wenn der Informationsinhalt anders ist und mit dem Körperwasser kommuniziert, von außen oder durch Vermischen, dann ist auch ganz klar, dass die Steuerungsfunktionen des Körpers anders sein können. Beim Team um Professor Kröplin ist die Tropfenforschung allgegenwärtig. Ein schlichter Zahnarztbesuch wird zu einem spektakulären Experiment. Und zwar war das mein Kollege, der war beim Zahnarzt und der hat sich röntgen lassen. Und der hat sich gedacht, ich gucke doch einfach mal, wie dieses Röntgen auf mich wirkt. Und da hat er sich einen Speicheltropfen abgenommen und hat ihn in eine kleine Kanüle reingetan. Und dann hat er sich röntgen lassen. Und nach dem Röntgenversuch hat er sich wieder etwas Speichel abgenommen, eine kleine Kanüle getan in eine andere. Und dann hat er sich zurück ins Institut begeben und dann hat er nochmal geschaut, Speichel abgenommen und in eine dritte Kanüle. Und dann hat er diese drei verschiedenen Speichelproben einfach mal unter dem Dunkelfeldmikroskop angeschaut. Und so sah er aus, bevor er sich hat röntgen lassen beim Zahnarzt. So sah sein Speichel aus kurz danach. Und so sah sein Speichelbild aus, nach einiger Zeit, als er wieder bei uns am Institut war und sich wieder so ein bisschen regeneriert hatte. Das fanden wir irgendwie einen sehr witzigen Versuch. Eine entscheidende Rolle im Alltagsleben spielt Wasser bei der Zubereitung von Speisen. Vor allem Bäcker wissen das. Bei ihnen gilt Grandas Wasserbelebung als Geheimtipp. Wenn man sich vorstellt, eine Faustregel, zwei Teile Mehl, ein Teil Wasser, dann weiß man, wie wichtig das Wasser ist. Bäckermeister Josef Schnallinger aus Bramet in Oberösterreich hat heimlich eine Wasserbelebung eingebaut. Die Bäcker sind dann gekommen zu uns und haben gesagt, uns geht jeden Tag der Sauerteig über, irgendwas ist da nicht in Ordnung, was ist da los? Wir rühren ganz normal jeden Tag das Gleiche ein in Sauerteigrührer und es geht uns jeden Tag über. Jetzt ist da, dann bin ich draufgekommen, dass das die Kraft von dem Grandwasser und dass das nur von dem kommen kann. Die Nachricht von der besonderen Wasserwirkung verbreitete sich in der Bäckerbranche wie ein Lauffeuer. Granda war damals einfach eine Möglichkeit für uns, einen Schritt nach vorne zu tun. Unsere Teige sind dadurch lebendiger. Wir verwenden weniger Hefeeinsatz, haben aber den Nebeneffekt, dass die Teige mehr Wasser aufnehmen. Dadurch haben wir einfach eine bessere Verdaulichkeit, wir haben eine bessere Geschmacksbindung, wir haben eine längere Frischhaltung. Das heißt, das sind für uns ganz grundlegende Sachen. Wir brauchen kein Hilfsmittel wie Gurkernmehl oder Quellmehle, sondern wir haben ganz hochwertiges Mehl und ein hochwertiges Wasser. Und mit dieser Kombination schaffen wir eigentlich das, was andere mit Zusätzen erreichen müssen. Selbst bis Italien drang die Kunde. Massimo Grazioli aus Mailand, Bäcker mit Leib und Seele, wagte das Experiment. Das Brot hat sicher eine dünnere Kruste, einen delikateren Geschmack und ist bekömmlicher. Das auch, weil wir eine bedeutend geringere Hefemenge verwenden, sowohl Press- als auch Naturhefe. Das ergibt ein Brot mit zarterer Rinde und mit einer ausgeprägteren und gleichmäßigeren Brotkrume.